it in, start the mix in. Hey Leute, ihr Crazy Gamer, was geht bei euch? Ich bin's wieder, euer Crazy Memphis von Let's Play Crazy Games. Ja, willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, das ist Helena. Wir befinden uns in der Dämonenruine. Ja, und wir wollen hier natürlich noch mal ein bisschen weiter, denn ich will, wie gesagt, ein paar gewisse Items haben. Und wenn ich die habe, dann geht's schnurstracks ab ins Grab, in die Grabmal der Riesen. Und ja, wollen wir mal schauen, ob wir das hier überhaupt überleben. Scheint auf jeden Fall ziemlich mies zu werden, ziemlich krass zu werden. Wir haben jetzt über uns definitiv sechs Capra-Demons, also Ziegendämonen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, kommt einer mindestens runtergelaufen, was ziemlich nervig sein kann. Ja, des Weiteren kommt hier hinzu, wir haben neue Gegnertypen. Wobei die echt einfach sind, die spucken jetzt Feuer. Wir drehen uns um und dann stechen wir einfach auf ein. Jawohl, oh. Okay, mit der Waffe brauche ich ganz schön lange für so einen. Oh, 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 oh. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Das heißt absolut nichts Gutes. Scheiße. Ich habe auch keine vernünftigen Waffen aufgelevelt. Dafür eigentlich auch wieder Schelle links und Schelle rechts. Ja? Schelle links, Schelle rechts. Ja, genau so. Da muss mir Bud Spencer mal wieder die Leviten lesen. Es ist natürlich jetzt echt heftig. Der macht 131 Standardschaden und 131 Feuerschaden. Da ist echt, also die beste Waffe, die ich habe, ist wirklich mein Blitzspeer. Der hat nämlich 188 Standardschaden und 188 Schaden Blitzschaden. Und ja, okay, dann müssen wir doch mit dem weitermachen. Oh mein Gott. Egal, jetzt haben wir hier erstmal hier diese ganzen kleinen Minions. Die sind auf jeden Fall easy. Easy going. Hey, bleibst du mal anvisiert oder was? Ah, daneben. Ja, ja. Also wenn man auf die einschlägt, können die auch nicht feuern, weil sie quasi sowas wie benebelt sind, wie auch immer. Lass mich in Ruhe. Boah, ich brauche echt viele Schläge für die Viecher. Das wird so heftig. Vor allem, weil hier jetzt, ich zeige euch das nochmal kurz. Da ist ein Minotaurus. Da ist ein Minotaurus. Und da ist ein Minotaurus. Und da ist ein Capra-Demon. Also das wird echt kein Zuckerschlecken. Jetzt wollen wir erstmal die hier anlocken. Komm. Hey. Ah, komm ein Stück näher ran. Näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Wo ist deine Agro-Zone? Ah, hier, okay. Ja, jeder Gegner hat so eine Agro-Zone. Und wenn man die halt betritt, erst dann kommen die natürlich näher. Los, spuck dein Feuer. Und bam! Oh mein Gott. Leute, das wird so heftig werden. Ich will nicht. Aber ich muss einfach. So, bevor nämlich so ein scheiß Minotaurus kommt. Hätte ich doch gern nochmal den kleinen, jawohl. Jetzt gehen wir erst nochmal ein Stück hoch. Komm, komm, komm. So, hier können wir kämpfen. Komm, ja, spuck dein Feuer, jawohl. Und Rats! Dumme alte Drecksau. Bam, 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 bam. Okay. Ja. Jetzt wird's lustig. Man kann... Diesen Minotaurus kann man von hier oben aus quasi, also wenn man jetzt hier geradeaus geht, ich zoome mal nochmal zurück, wenn man hier geradeaus geht, den quasi platt macht, kann man hier links rum auf diese Plattform, auf diese, und dann kann man sich quasi mit so einer Plunging Attack, also runterfallen lassen, RB drücken, also ja, Schlagtaste drücken, dann macht man ja so eine Fallattacke, damit kann man halt am meisten abziehen und damit kann man ihn hier quasi ja schon gut damagen, sage ich mal dazu. Problem ist natürlich, das erstmal schaffen, ne? So, treffe ich ihn? Jawohl. Getroffen. Here we go. Minotaurus. Part 1. In der Dämonenruine. Oh Gott. Und auf der Treppe zu kämpfen. Leute, ihr wollt mich verarschen. Ah! Ja, geh zurück, lass mich. Jawohl. Hey, er hat mich getreten, die dumme Sau. Daneben, daneben.
lass mich in Ruhe. Boah, er zieht mir voll viel Ausdauer ab. Das heißt, er zieht mir auch dementsprechend Energie ab. Oh, sag ich ja, sag ich ja. Okay, trink, 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 trink. Jawollo, noch ein. Dumme Drecksau, Alter. Ich mach dich sowas von nieder. Komm. Ja. Und jetzt bin ich... Ah, wieder daneben. God damn it. Ah, fuck. Ich mach wieder die gleichen Fehler wie bei dem einen Part, wo ich unten war, bei den Minotaurussen. Oh, lass mich bloß nicht runterfallen, du Sau. Sau, Pillermann. Ja, jetzt endlich kann ich mal zuschlagen. Ja. Oh, nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Alles andere, aber bitte nicht runterfallen. Oh, Leute. Das wird ein Fail, definitiv. Au, hä? Wie hat er mich getroffen, wenn ich gedeckt habe? What the fuck? Lass mich auch endlich mal. Okay. Wisst ihr was? Ich werde jetzt nochmal einen Schluck trinken. So, und jetzt probiere ich mal eine andere Taktik. Los, schlag. Hey. Hey. Haha, das war's mit ihm, okay. Ja, das war die andere Taktik. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich mehr seinen Schlägen so ausweichen. Aber okay, das hat sich damit erledigt. Ich habe jetzt die Schritte von oben gehört. Kommt da einer runter? Nein. Good. Good. That's a good one. Okay, wenn wir jetzt hier runterkommen, oh, ich zeige euch das nochmal, wird sich ungefähr da oder da wieder so ein komischer Wurm aus dem Boden graben, den wir eben gerade über dem Leuchtfeuer hatten. Also in dem letzten Part. Und ja, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ich versuche aber trotzdem weit rechts zu laufen, damit die Aggro nicht von dem Minotaurus da jetzt angenommen wird. Damit ich nämlich dann von der Strecke aus da runterspringen kann. Jetzt kommen aber hier nochmal zwei komische Gegners. Okay, der Minotaurus kommt nicht. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Glück gehabt. Pretty Glück gehabt. Okay. Mr. Minotaurus, bleibst du da auch stehen, oder? Jawohl. Hä, ist er das? Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Oh, fuck! Scheiße. Ah. Mit dem hier oben zu kämpfen. Ja gut, okay, hier haben wir auf jeden Fall Platz. Relativ Platz. Kommt der jetzt hier hochgelaufen oder kann ich nochmal kurz was ändern? Ich will was ändern. Okay, er läuft wieder runter. Pretty nice. Ich will nämlich hier meine Pyromantie haben, damit ich dann zack und zack. Jawohl, so sieht das gut aus. Schauen wir mal, ob das auch gut wirkt. Komm her, Mr. Minotaurus. Here we go. Ja, spring. Und jetzt bin ich dran. So, 182 ist erstmal okay. Hey, 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 renn nicht weg. Komm. Oh, du Lappen, Alter. Du bist ein Lappen, Mann. Ah, da treffe ich doch nie. Hä, ich treffe ihn doch, oder? Bin ich, Was probiert er denn da? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Au! Oh, 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 oh. Oh, nice. Leute, das war Glück. Wobei Kunst kommt vom, Menschenskind. Kunst kommt vom Kommen. Haha. Können, nicht vom Kommen. Oh, Leute, Sprachfehler for the win. Ja, so wie ich das liebe. Aber ihr kennt mich ja nicht anders. Jetzt habe ich natürlich jede große Feuerkugel verballert. Die hätte ich eigentlich noch brauchen können. Okay, wir wechseln hier wieder kurz auf den... Nee, wir können ja hier auf den Bogen, oder? Weil wir brauchen das Feuer auf jeden Fall... Ach nee, siehst du, ich muss doch ändern. Wir brauchen das Feuer auf jeden Fall gleich woanders. Schauen wir mal. Ach gut, mein Feuer ist eh noch nicht so großartig, ne? Scheiße. Ah, fuck it.
Hi, good sir. Kommst du mal hierher, oder was? Ja, probieren wir mal ein paar Headies. Zieht ihm wenigstens schon mal ein bisschen Energie ab. Habe ich es ein bisschen leichter, wenn er ankommt. Ja, es kann eine Weile dauern. Ah, wieder zu früh. Ach, goddammit. Ja, okay, das ist mir zu lahm. Jetzt komm hier rüber, du olle Spinatwachtel. Los, komm. Aggro. Wo ist deine Aggro-Zone? Ah. Ah, kommt aber schnell, Mutti, lauf. Weil auf der Area zu kämpfen, ist klar, das könnt ihr vergessen. Ah, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nichts sehen. Oh mein Gott. Du brennst doch, Alter. Oh. Oh, er geht wieder zurück. Das heißt, ich muss auf der Area kämpfen? Sag mal. Wartet mal, ich probiere mal was anderes aus. Oh, joi. Uiuiui. Natürlich kommt man von hier aus nicht ran, oder? Bisschen glitschen hier, so. So. What do you want now? Fucking prick. Gut, ich werde ihn wohl doch mit den Pfeilen platt machen, weil wie gesagt, auf dem schmalen Grat werde ich mit diesem riesen Big Vieh bestimmt nicht kämpfen. Also das könnt ihr euch abschminken. Und jetzt bin ich auch näher dran, das heißt, ich ziehe ihm schon mal 10 HP-Punkte mehr ab als eben gerade. Statt 21 sind sogar 33, sind sogar mehr als 10, also 13. Und ja, wir haben ihn auf jeden Fall gleich. Ich kann die Energie kaum erkennen, aber wir haben ihn. Okay, here we go. Nice one. Eieieiei. Also ich bin nicht weit vom Leuchtfeuer weg, ich weiß. Und der Part geht jetzt schon knapp 13 Minuten. Hello. Hey, wo ist mein Feuer? Feuer, ich brauch Feuer. Ups. Brenn, du Sau. Gott, meine Magie ist noch so schwach, Alter. Ich muss mich unbedingt noch aufleveln. Hadouken! Hadouken! Oh mein Gott. Ja, und wieder zurück. Okay, und... Smack! Ja. Komm, das kannst du mit jemand anders probieren, aber nicht mit mir. Und tschüss, okay. Was jetzt mies kommt, das kommt richtig mies. Lauf durch die Mitte, ab durch die Mitte, ab durch die Mitte. Jawohl, genau so. Ja. Darf ich mir die Kiste öffnen? Danke. Und hier haben wir nämlich die Flammenglut. That is das, was ich auf jeden Fall brauche. Hey, dreh dich um, wenn ich mit dir kämpfe, du dumme Sau. Ja, und dieses Zeug, was er hier ausspuckt, das ist sehr, sehr gefährlich für meine Ausrüstung. Dumm Sau. Dann machen wir es halt so. Ja. Kotz dir aus. Ist ja gut. Uppala. Hey. So rum. Und. Smack that bitch. Uiuiuiui. And here we go again. Oh, ich... Meine Waffe wird in der Dämonenruine sowas von schlecht sein. Oder ist sowas von schlecht. Ich meine, es... Oh, wow. Okay, den Angriff kannte ich noch nicht. Okay, mit Schild nach oben. Und jetzt aber... Jupp. Also ich sollte immer nach jedem Angriff das Schild am besten wieder hochnehmen. Nein. Wah. Ja, genau, wenn er das macht, treffe ich ihn nicht. Doofe Arsch. Doofe Arschloch. Ja. Sag mal, willst du mich verarschen? Hier, kriegst halt noch ein paar Pfeile in den Rücken. Da kenne ich ja gar nichts.
Da kenne ich nichts, kenne ich da, mein Freund. Ja? Also wenn du auf unfaire Art hier gegen mich kämpfen willst, dann kann ich das genauso. Oh, zwei grüne Scherben und einen roten Brocken. Roter Brocken ist für Waffen, die man mit Feuer aufleveln will. Ai, ai, ai. Lass ich die am Leben und lauf einfach wieder zurück? I think so. Stratzen for the win. Stratzen for the win, ab durch die Mitte. Jawohl. Nice, okay. Ganz ehrlich, mit denen habe ich jetzt keinen Bock, mich rumzuärgern, denn erstens, ihr seht ja, meine Waffe ist dafür übelst unterlevelt. Ja, und es dauert mir halt auch zu lange. Ich meine, ihr seht ja, ich bin, da oben ist das Leuchtfeuer, ich bin gerade mal bis hier runtergekommen. Und ja, wie gesagt, jetzt schon 16 Minuten drüber. Geht ja gar nicht, ey. Okay, jetzt kommen wir zum Mr. Capra Demon. Wo ist deine Agro-Zone? Ist sie hier? Oder hier? Obwohl, du bist ja hier eh alleine, ne? Also, komm her. Komm her. Ey, das, ihr habt gesehen, ich habe ihn genau ans Bein getroffen. Warum zieht ihm das keine Energie ab? Ich check es nicht. Schild. Ja, ja, komm. Und ich bin dran, mein Freund. Komm. Komm. Eins und zwei und drei und ey, darf ich jetzt auch nochmal? Okay. Lässt du mich in Ruhe da? Okay. Und noch eine Ritterseele, sehr schön. Das brauchen wir sowieso, weil, ja, die Seelen geben uns natürlich Seelen. So und so viele, wie auch immer. Ich muss nochmal gucken, wie die Aufstaffelung war. Geht ja von 8.000, 2.000, wie auch immer, irgendwie sowas. So, ja, hinter dieser Nebelwand befindet sich der nächste Boss. Ob ich gegen ihn gewappnet bin, bezweifle ich sehr. Hey! Sage mal, lässt du mich mal hier rum? Aber mal schauen, ob ich ihn machen werde. Wie kam ich denn hier nochmal runter? Gar nicht? Gar nie nicht? Das bezweifle ich. Und jump, jump! Jawoll. Hier gibt's nämlich auch nochmal eine Seele, so viel ich weiß. Hier. Jo, eine Ritterseele, sehr schön. Und wo konnte man sich fallen lassen? Ich glaube hier... wir machen das mal so. Perfekt. 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 Hier unten ist eine Tür. Ich glaube, die konnte man nur öffnen, wenn man... Oh, ich glaube, 30 oder 50 Menschlichkeit der Tochter des Chaos, glaube ich, opfert. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, die Vorrichtung ist für mich verschlossen, definitiv, ist klar. Weil ich halt natürlich noch nichts gegeben habe, der ollen Sau. Ja, was ich jetzt gehofft habe, ist, wenn ich hier diese komischen Viecher getötet habe, dass ich da quasi, einen Helm bekommen hätte. Aber den bekomme ich hoffentlich noch auf der anderen Seite. Dafür müssten wir aber allerdings den Boss machen. Und das ist quasi... Der Tutorial-Boss, kann man dazu sagen. Allerdings ist er jetzt mit Feuer verstärkt. Das heißt, es ist jetzt der Fire Sage Demon, nennt er sich in Englisch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er in auf Deutsch heißt. Und sorry, ja, ich kann es auch gerade nicht übersetzen. Ich bin auch nicht der Typ, der unbedingt gut Englisch kann. Ich kann zwar Englisch gut verstehen und schreiben, aber mit der Aussprache hapert es ein wenig. Und manche Wörter sind halt auch, ja, zum Übersetzen für mich noch ein bisschen zu kompliziert. Da muss ich mich noch mal ein bisschen auf den Unterrichtsstuhl setzen und dann noch mal ein bisschen lernen. okay, ja, was sagt ihr dazu, dass ich den Boss probiere? Ich würde sagen, wir machen das, wa? Trinken wir noch mal einen Schluck, wir haben 10 Estus-Flakons. Ach so, jetzt muss ich erstmal, bevor ich hier irgendeinen Fehler mache, die wegpacken. Oh mein Gott, und vor allen Dingen mit Blitzspeer. Oh, Leute. Das muss alles weg, damit ich leichter bin.
Nehmen wir den Ring, damit wir hier ein bisschen Verstärkung haben an... Ja gut, also es, ich habe auf jeden Fall noch gut Geschwindigkeit. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Resistenz, was mein Feuer angeht. Und zwar, was habe ich denn hier? Feuerabwehr 301 plus 98. Also so glaube ich das immer, dass man das so rechnen muss. Man hat eine Standardabwehr jetzt durch meine Klamotten oder was weiß ich, plus 301. Und jetzt habe ich ja diesen Flammenring angezogen. Der gibt mir dann, glaube ich, nochmal 98 extra. Wenn ich mich irre, könnt ihr mir natürlich da auch nochmal, oh, Bescheid sagen. Und, ja. Ich hoffe, das reicht. Wir können nur hoffen. Wir können nur hoffen. Ja, ich werde dann hier einen Break einlegen. Denn wir wollen dann in einem frischen Part versuchen, den Boss dann platt zu machen. Ja, wenn euch der Part natürlich wieder gefallen hat, hinterlasst mir und Helena doch ein wenig Liebe mit einem Daumen nach oben. Ja, bedanke mich wieder fürs Zusehen und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Let's play Crazy Games Dark Souls. Ja, okay, bis dahin sage ich natürlich wieder ciao, ciao.